Professioneller Cut. Oh, halt! Was denn, Civic? Hast du eine Schnapsbirne? Erkennst du mich nicht? Oh Mann, ich glaub, mein Kater badet. Was suchst du denn hier, Roche? Der Hexer. Ist mir bekannt, wer das ist. Der Königsmörder beim Lager des Königs. Und nicht einmal in Ketten. Locker, Jungs. Er ist nicht der Mörder. Ich bürge für ihn. Und den König nun... Euren muss ich dringend sprechen. Da wird sich der gnädige Herr Ritter wohl gedulden müssen. Keine Bewegung, Mutant. Hol mal einer den Hauptmann. Und eine Leine. Wir werden das verdammte Untier fesseln. Nein, Civic, nicht nötig. Wo finde ich den König? Draußen auf dem Feld. Er verhandelt gerade. Königsmörder, lass die Waffen fallen. Oder muss ich dir erst meine in den Hintern rammen? Keine Bewegung. Halt ja still, Mutant. Lass deine Hände sehen. Feuer! Mach ihn fertig! Was zum Teufel? Oh ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Alter, ich bin der König. Wie kann er nur? Machen die mal kurz Platz. Genießt später woanders die Aussicht. Wir müssen schleunigst hier weg. Halt dich durch. Ich muss erst Kraft sammeln. Das ist denn der König, der hilft mir, ne? Du musst nicht immer von Stelle zu Stelle rennen, ne? Das ist so ein Noob, ne, dieser König. Der will so lange wie möglich überleben. Deswegen rennt er immer von rechts nach links. Ja. Aua! Da wieder. Shit, wir sterben. Ihre. Alter, kämpf doch mal weiter. Was machst du denn? Der chillt einfach. Was ist denn das? Das ist so ein Big Daddy aus Bioshock. Von denen laufen hier noch rum. Kannst du bitte mitkämpfen? Hallo. Aua. Sehr schön.
Fertig. Haltet euch an mir fest. Was ist hier los? Wo ist die Sonne? Eine Sonnenfinsternis. Jemand hat einen Fluch ausgesprochen. Einen gigantischen Fluch. Und? Was jetzt? Wir müssen hier weg. Geister reagieren nur auf Silber und Magie. Bleib hinter mir. Ich werde versuchen, den Nebel aufzulösen. Geil, die da hinten kommen gar nicht an uns ran. Probieren es halt, aber dann... dann kriegen die so einen Schlag ab. Alter, wie er da einfach... läuft, ne, der Fan. Wollen wir es hoffen? Was? Ist unter uns was? Der Strahl ging auch nach unten. Hallo?
Die laufen so langsam, ne? Das ist eben... Oh, endlich. Da ist es. Verrecke. Holy shit. Detmold, Sheila, zack in mein Zelt! Ich will wissen, was zum Teufel passiert ist und was wir unternehmen können. Jawohl, Eure Majestät. Los, Marsch! Ruf die Kompanieführer zusammen. Wird sofort erledigt, Majestät. Zehnschaftsführer, den Hexer beobachten. Hat mir zwar gerade noch den Kragen gerettet, wird mich also eher nicht umbringen wie Volltest. Soll aber gefälligst nicht rumstreuen im Lager. Beschäftige ihn eine Weile und bring ihn dann zu meinem Zelt. Majestät? Ich erbitte eine Audienz. Später. Zuerst die Zauberer, dann der Hexer. Wunderbar. Und dabei sah es eine Weile nach einem netten, normalen Krieg aus. Wo kann man sich hier die Kehle befeuchten? Roche, bürgst du für ihn? Sei beruhigt. Er ist es nicht, der Volltest und Demavent auf dem Gewissen hat. Dann gehen wir. Jawohl. Das war echt abgefahren gerade eben. Boah, interessant, was die hier gebaut haben. Aus Holz. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Nicht aus Stein, ne, wie die anderen. Alter, warum? Ja. So, hallo. Was? Gehen wir. Und nur Hallo gesagt. Wir haben nicht den ganzen... Unser Waffenmeister hat eigentlich genug mit der Armee zu tun, aber von Zeit zu Zeit nimmt er auch Privataufträge an. Cool, hallo. Na? Du bist der Gehilfe des Quartiermeisters? Nu. Wie schön. Nu. Lass mich doch einen Blick auf eure Qualitätsrüstungen werfen. Geld habe ich. Die Armee wird nicht pleite gehen. Woll. Also? Woll, also. Gegenstand für mich her. Wow, wir haben genug für... Was ist denn das? Ja, was ist das für ein Stein? Amethyststaub? Können wir herstellen? Ach, das ist eine Aufwertung. Das steht links. Aufwertung der Rüstung brauchen wir nicht. Das ist ein Silberschwert. Können wir nicht herstellen. Rüstung. Eine epische Rüstung, nice. Können wir aber auch nicht herstellen. Gehärtetes Leder, solides Tuch. Schade, wir haben nicht genug. Also? So, nochmal. Was verkaufst du denn? Oder was? Wir verkaufen erstmal selber was. Ist das gut? Das hat eine Rüstung, gell? Wir rüsten uns mal aus, ganz schnell, ja? Nee, das ist gar nicht besser. Aufwertung der Rüstung. Die Rüstung ist halt gar nicht so gut, ne? Machen wir das trotzdem? Also? Hat er Rüstung zu verkaufen? Nein, gar nichts. Sorry, das ist ein Schock, ne? Boah, 12 Rüstung gibt uns das. Kostet aber 700. Das ist viel zu teuer. Was können wir denn verkaufen, Manguste? Nee, boah, das ist der Kacktrank. Erinnert ihr euch noch dran? Wir müssen in der Höhle den Kack herstellen. Und dann durften wir ihn nicht mal benutzen. Kairan-Trophäe. Ja, das war der Boss.
Wir sind voll schwer. Was sollen wir denn verkaufen? Echtrad? Buch vielleicht? Verkaufen das mal, ja. Öl auch. Wir haben zu viel. Das muss ein bisschen weg. Ja. Werkzeug. Hier ist alles, ja. Wir gucken nach dem Gewichtbohrer, Eisenerz. Wir brauchen gar nicht so viel, gell? Wir schmeißen mal die Hälfte weg. Und eine Haut. Ne, wir lassen das mal. Holzklotz. Leder. Echtrad. Sehr schön. Sind jetzt viel leichter geworden. Ja, Mann. Aber wirklich kaufen können wir nichts, gell, bei dem. Boah, das Stahlschwert. Das ist viel besser als unseres, ne? Kaufen wir das? Kaufen das mal, ja. Ja. Verlassen. Gehen wir. Nee, wir gehen noch nicht. Wir shoppen hier erst. Oder warte, ja, doch, das ist viel besser. Das wäre es jetzt, wenn es nicht wäre, ne? Also? So. Zack. Und dann speichern wir. Ja, also. Ganzen Tag Zeit. Schauen uns das Ding mal an. Wow. Einfach so ein einfaches Schwert. Naja. Nicht schlimm. Wir verkaufen ihm unseren Shit. Dann looten wir seinen Laden aus. Finde ich gut. Nice, Mann, Alter, ich hab so viel Cash. Bastardschwert, nein, bitte, du bist aber nicht gut, oder? Gehen wir. Ein Moment, ja. So, ich hab den Schwert gefunden. Das ist jetzt laut, gell? Gehen wir. Ja, ja. Da werden wir. Der wichtigste Ort im ganzen Lager. Die Kantine. Wenn du nicht genug zu tun hast, findest du da am Brett Aufträge für Monsterjäger. Ne, das lassen wir mal. Sei gegrüßt. Ein bisschen Bammel gegen eine Heilige zu ziehen. Du hast doch die Feinde. Ja, aber wenn sie nun wirklich eine von den Göttern auserkorene Jungfrau ist, mach dir keine Gedanken. Der Hexer wird mit allem fertig. Ja? Führ mich zum König. Ich habe in meinem Leben genug Lager gesehen. Kann ich nicht. Der König befahl mir, dich zu beobachten. Du willst mich bemuttern? Hast recht. Gehen wir. Jawohl, Herr Axi misslungen. Da stand gerade links unten Axi misslungen.
Aber es hat geklappt. Wie läuft's, Männer? Wir stehen uns hier die Beine in den Bauch. Könntest du uns ablösen lassen? In einer Stunde. Mach das Tor auf, der König wünscht, den Hexer zu sehen. Sofort. Von hier aus findest du auch allein zum Zelt des Königs. Ich hab noch was zu erledigen. Bis dann, Zivik. Wenn du mich suchst, findest du mich beim Tor. Adieu. Ha, ein Hexer! Der König holte ihn, gegen die Erscheinungen. Meinst du? Oh. Der Topf ist viel kleiner wie das in der Stadt, ne? Naja, okay, die haben aber viel. Die haben zwei Töpfe. Plus nochmal so ein Teil hier, ne? Läuft. Hallo? Fast alle sind hinter dir her. Und du bist immer noch am Leben. Unter anderem dank dir, Gesandter. Seinerzeit habe ich dir geholfen. Und ich hoffe, das muss ich nicht bereuen. Das hoffe ich auch. Ich möchte nicht undankbar sein. Suchst du eine Beschäftigung? Ich wusste nicht, dass Hexer sich auch für Schlachten verdingen. Deswegen bin ich nicht hier. Nein? Kann ich dir dann irgendwie behilflich sein? Ich würde gern wissen, was der Gesandte des Kaisers hier zu suchen hat. Der letzte unglückselige Konflikt hatte ungünstigen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation der Länder des Nordens. Seine kaiserliche Majestät wünscht eine Stabilisierung. Wir wollen finanzielle Unterstützung gewähren. Also besuche ich die vom Krieg betroffenen Länder. Wie ich sehe, kommt Hänselt hervorragend zurecht. Die Einzelheiten meiner Mission sind Sache des Kaisers und des Königs von Kedwin. Vielleicht ist ja nicht alles so geheim, was für mich wesentlich sein könnte. Hier geht es um sicherheitsrelevante Angelegenheiten des Kaiserreichs. Von mir erfährst du nichts. Foltest war ein guter König. Schade, dass er so enden musste. Ich habe dem Konstabler Natalis bereits das kaiserliche Beileid übermittelt. Da wir schon von Foltest und Temerien reden, es gibt da Gerüchte über das geheimnisvolle Verschwinden seiner Ratgeberin, der Zauberin Trismerigold. Weißt du etwas davon? Warum willst du das wissen? Angeblich verbindet euch etwas. Vielleicht. Zauberinnen und Hexer posaunen solche Dinge nicht überall herum. Ich verstehe. Das ist ein heikles Thema. Gut. Reden wir von etwas anderem. Ich habe Triss erwähnt, weil mich etwas umtreibt. Die Zauberinnen sind für ihren gegenseitigen Hass und ihre Rivalität berüchtigt. Was meinst du? Gibt es etwas, was sie einen könnte? Vielleicht ein wenig deutlicher, Gesandter. Also frage ich konkret. Was weißt du über die Zugehörigkeit Merigolds zu einer politischen Organisation der Zauberinnen? Natürlich theoretisch vorausgesetzt, dass ihr euch nahe steht oder gestanden habt. Von welchem Interesse könnten die Bekanntschaften einer Zauberin für den Gesandten Nilfgaard sein? Mich interessieren verschiedene Dinge. Zum Beispiel die Kunst. Gerade heute hat man mir eine interessante Statue gebracht. Ein besonderes Werk. Flüchtig, sinnlich. Es macht nachdenklich. Selbst Ungeheuerjäger dürften beim Anblick der darin gebannten Schönheit nicht gleichgültig bleiben. Sicher. Ich fürchte nur, mir fehlt die Zeit, um Kunstwerke zu bewundern. Ich habe auch noch einiges zu erledigen. Willst du noch etwas fragen? Was interessiert dich so an einer Organisation der Zauberinnen? Mich machen verschiedene Zufälle nachdenklich. Mir wurde hinterbracht, dass zur Zeit der Anschläge einige Zauberinnen in der Gegend waren. Was ist denn daran verdächtig? Magier sind immer in der Nähe von Monarchen und von Geld und Macht. Deshalb beschuldige ich ja auch niemanden, sondern sage nur, dass es mich nachdenklich stimmt. Ich habe dich bei Foltest gesehen. Nun bist du bei Hänselt. Gewiss besuchst du später noch den König von Redanien. So weit werde ich nicht reisen müssen.
Radovid ist auf dem Weg nach Lok Muin. Ich treffe ihn dort. Lok Muin? Das ist eine antike Elfenstadt an der Quelle des Ponta. Warum gerade da? Die Magier wollen dort ihren Rat neu einberufen. Sie haben Einladungen an alle Monarchen geschickt. Oha, nicht. Gott. Sei gegrüßt, Geralt. Ich dachte, ohne Kairan interessiert dich das Pontatal nicht. Du weißt gar nichts über mich, Hexer. Ich bin hier, weil zwei Monarchen des Nordens ermordet worden sind. Vermutlich ist Henselt der Dritte auf der Liste. Und wir können kein weiteres Land im Chaos gebrauchen. König Henselt wird nicht sterben. Da passe ich schon auf. Es ist nicht zu übersehen, dass du und Detmold euch nicht mögt. Detmold ist ein Kind. Ein wunderbarer Kumpan für Henselt. Das Problem ist nur, dass er ebenso eifersüchtig ist wie kindisch. Er sagt, ich wolle ihm sein Amt am Hof von Catven streitig machen. Wie absurd! Foltests Mörder hat Triss gezwungen, ihn nach Vergen zu teleportieren. Sie sind irgendwo hier in der Nähe. Diese neugierige kleine Triss hat mein Megaskop benutzt. Eigentlich sollte ich ihr dankbar sein. Der Königsmörder hätte ja auch über mich herfallen können. Wenn Triss in Vergen ist, kann ich sie jedenfalls nicht ausfindig machen. Dieser verdammte Nebel verhindert jede magische Sondierung. Nein. Hallo. Herein, Hexer. Das Gespräch ist inoffizieller Natur. Mach's dir gemütlich. Im Nebel hast du mir geholfen, woraus ich entnehme, dass du meinen Tod nicht wünschst. Was wünschst du dann, Geralt von Riva? Ich will, dass sich durchsetzt, was gerecht ist. Gerechtigkeit? Das ist so eine Sache. Sie hängt im Wesentlichen vom Standpunkt ab. Du behauptest also, Foltest nicht getötet zu haben. Weißt du, wer es getan hat? Ein Hexer namens Leto. Kennt ihr euch? Ich weiß es nicht. Ich leide an Amnesie. Leto ließ durchblicken, dass er etwas über mich weiß. Möglich, dass wir uns von früher kennen. Es gibt ein altes ketwenisches Sprichwort. Eine Hure kratzt der anderen kein Auge aus. Auf Zauberinnen trifft es jedenfalls zu. Zur Sache, Majestät. Die Tankerville behauptet, dass Leto sich in dieser Gegend herumtreibt. Stimmt das? Ja. Was will er? Hat er es auf mich abgesehen? Er verbirgt sich vor Jorvet und den Skoyatel. Was er vorhat, weiß ich nicht. Willst du ihn schnappen? Ja. Letzte Frage. Weißt du, wer die Morde an Foltest und Demavent veranlasst hat? Nein. Aber ich werde es erfahren, wenn ich Leto habe. Was du sagst, deckt sich mit den Berichten meiner Spione. Ich glaube dir. Nun etwas anderes. Der Nebel, die Geister und dieser ganze magische Bockmist blockieren meinen Kriegszug. Die Zauberer haben wieder mal bewiesen, wie nutzlos sie sind. Stammeln was von höherer Magie, verzögerten Flüchen und anderem Pipifax. Das führt alles zu nichts. Sowas muss man mit dem Schwert erledigen. Einem Hexerschwert. Fühlst du dich der Aufgabe gewachsen? Ja, ich übernehme das. Ich kümmere mich darum. Ausgezeichnet. Wir hatten eh keine Wahl. Werd den Fluch los. Sollst auch fürstlich entlohnt werden. Jawohl. Und ich helfe dir, die Beschuldigungen loszuwerden, auch wenn du Leto nicht kriegst. Detmold steht dir mit allen Informationen zur Verfügung. Und du kannst dich im Lager und drumrum frei bewegen. So, jetzt lass mich allein. Gerne. Als wir uns durch den Nebel kämpften, spracht ihr von Glevisigs Fluch. Sabrina Glevisig, Zauberin. Und einst eine meiner Beraterinnen. Ich ließ sie an ein Wagenrad schlagen und verbrennen. Im Angesicht des Todes hat sie mich und mein Geschlecht verflucht. Vor 3 Jahren war das. Oha. Erinnert ihr euch an den genauen Wortlaut von Sabrinas Fluch, Majestät? Was sie damals prophezeit hat, ist alles eingetreten. Ein mit blutigem Schweif geschmückter Stern wird den Horizont durchschneiden.
Quadratische Münzen aus dunklen Meerestiefen werden die Herzen von Narren betören. Münzen? Detmold fand einige bei Soldaten, die des Verrats verdächtigt wurden. Warum habt ihr Sabrina hingerichtet? Was spielt das für eine Rolle? Majestät, diese Verwünschung ist keine Kistenware vom Hexenbazar, auch nicht das Werk eines Anfängers. Sie hat eine Sonnenfinsternis und dutzende Geister beschworen. Wir haben es mit einem komplizierten, mehrstufigen Fluch zu tun. Um ihn auszusprechen, bedarf es gehörigen Könnens und Wissens. Ihn aufzuheben ist noch schwieriger. Wenn ich mich der Sache annehmen soll, erwarte ich einiges Entgegenkommen von euch. Zum Henker! Also gut, sei's drum. Der Fluch wurde also vor 3 Jahren ausgesprochen. Ist seitdem etwas geschehen, was zeigt, dass der Fluch bereits wirkt? Nun, mein Sohn ist bei einer Jagd tödlich verunglückt. Und war sein Tod von übernatürlichen Phänomenen begleitet? Nein. Ein Keiler hat ihm die Oberschenkelschlagader zerrissen. Ich war dabei. Es war schrecklich, aber völlig gewöhnlich. Dann hat der Fluch sich also erst jetzt aktiviert. Ich muss herausfinden, wieso. Bei den Verhandlungen kam es zu Auseinandersetzungen. Dabei habe ich den Krewe-Priester getötet. Vielleicht liegt es daran. Gut möglich. Boah. Ja, wir haben doch beide Warum schon... Habt ihr so ein Jahr nach dem Zintrischen Friedensschluss kämpfte ich mit Demavent um Oberedirn. General Vandergrift befehligte einen Teil meiner Streitkräfte. Er setzte über den Ponta und empfing den Feind hier auf diesem Feld. Die Schlacht dauerte bis in die Abendstunden. Schließlich beschloss Sabrina einzugreifen. Sie ließ Feuerbälle auf das Schlachtfeld niederprasseln. Von über 3000 Menschen blieben nur verkohlte Reste. Es traf Kettwener wie Edirner. Die Ritter kochten in ihren Rüstungen. Es gab unglaubliches Geschrei. Krieg ist etwas für ehrenhafte Menschen. Haben Kreaturen wie Glevisig die Hände im Spiel, wird der Krieg zur Hölle. Was hat Sabrina zu einem Angriff auf das eigene Heer bewogen? Das weiß ich nicht. Sie war Mitglied im Rat der Zauberer und stand mir beratend zur Seite. Jahrelang habe ich ihr Treiben geduldet, die Intrigen und all die Hofskandale. War sie loyal? Nur sich selbst gegenüber. Okay. Interessant. Hier ist ganz schön viel Scheiße passieren, ne? Naja, ich merke gerade, das war's in der Folge, Leute. Danke mich fürs Zusehen. Haut rein.